Und damit herzlich willkommen zurück in der dritten deutschen Fortszene gegen Nightmare aus dem 301er-Server, also aus der Region Deutschland und umzu, denke ich mal. Wir werden heute hoffentlich endlich mal einen Tarantula-Drop bekommen. Fingers crossed! Ey, da ist sie ja! Speed-Tarantula oder Elite-Tarantula? Elite-Tarantula ist halt echt teuer, ne? Also, und die Kombi ist okay, Sniper-Tarantula, I guess. Speed, Fang. Ah, machen wir mal Speed, Fang, Tarantula. Die stehen komisch, wenn ich das mal kurz so anmerken darf. Wir haben Balls und Crawler. Wenn er mich kennen sollte und weiß, was ich für eine Strategie spiele und das jetzt gegen mich anwenden sollte. Also ich gehe mal davon aus, dass er hier links und rechts kommen wird, ne? Stellen wir uns dementsprechend defensiv auf. Aber habe ich da nicht das Problem, dass er schneller mein Tower ist? Ich weiß es nicht. Wie schnell bist du? Du bist 11. Du bist 9. Du bist actually langsamer. Something like this. Dann spielen wir noch mehr von denen. Weil wie viel Speed kriegt ihr durch MacRage? 5. Das will ich einkalkulieren, weil das will ich später, glaube ich, spielen. Dann haben die 14, dann sind sie schneller. Also stelle ich euch doch mal ein bisschen weiter vorne hin. Aber ich will euch auch nicht zu sehr abziehen lassen. Okay, ich stelle euch mal hier hin. Das ist jetzt meine direkte Tower-Verteidigung. Und dann holen wir dagegen noch Crawler an den Flanken. Ich weiß es nicht. Ich glaube. Probieren es mal. Kommen wir sehr spät dazu. 9:11 war er jetzt. Aber jetzt, na, am Anfang werden die halt dann nicht überholt, ne? Ich spiel's mal so. Okay, er spielt sie nicht direkt rechts oder links und er spielt jetzt eine Tarantula in der Mitte. Diese Spiele machen mich fertig heutzutage. So, bleib jetzt stehen. Zack, hol dir die Crawler. Crawler von rechts, komm rein. Und die machen, was auch immer die machen. Sieht okay aus. In der Mitte gewinnt er halt, weil er eine Tarantula stehen hat. Hat einfach die dazu geholt, ne? Level 1 Tarantula freigeschaltet. Mit seinem Supply Specialist. Als wenn er schon wüsste, dass ich die Dinger hasse. Aber ich glaube, die sind einfach sehr stark gerade. Jetzt kriegt er leider zuerst den Debuff. Very unfortunate. But I will take his instead. Now. Also eigentlich genau richtige Reihenfolge für mich, damit ich die Runde gewinne. Okay, okay, okay. So far, so good. Was macht man? Ist Sabertooth gegen eine Tarantula stark? 16.000. Der hat schon ganz okay Damage, ne? Ein Rhino könnte ich mir auch gut vorstellen. Ansonsten, wenn er das Ufo holt, das wäre halt für mich doppelt gemoppelt, weil ich Tarantulan habe. Da will ich eigentlich nicht Ufo spielen. Nichtsdestotrotz brauche ich ja irgendwas mit Anti-Air, aber ich könnte zur Not hier das Anti-Air-Upgrade drücken. Aber ich weiß, ich glaube, das ist halt gegen Ufo. So semi. Ich drop ihm mal hier so ein. Wie schnell ist der? 11, 9. Okay, der ist also auch ein bisschen schneller dran. Kommen natürlich zuerst die Crawler dann. Wie machen wir das hier? Wie würde weitergehen? Machen wir Matchup? Vielleicht hier noch einen Crawler-Pack. Ja. I think we do it like this. Dann holen wir uns noch mehr Fangs. So. Ist okay? Ist okay. Spielen wir heute mal einen defensiven Playstyle und er holt sich mehr Damage in the house. Und Balls, die halt direkt meine Tarantula rausnehmen. Ohne ihn hier nehmen. Sehr indeed. Dadurch, hier links hat es irgendwie nicht geklappt, aber da hat er das rausgeholt. Das heißt, da brauche ich jetzt nochmal ein Packen Fangs vorneweg. Dann nehmen wir die Wimper aus dem Mund. Und dann könnte man überlegen, je nachdem, was der Unit Drop enthält, halt für weitere Einheiten zu gehen.
Ich tendiere sogar den Fangs Ignite später noch zu geben. Das fühlt sich hier, glaube ich, gar nicht so schlecht an. Jetzt kriege ich leider seinen Debuff zuerst. Das ist, aber es sollte reichen. Ich habe noch mehr Fangs, right? Ja, guck mal hier. Guck mal. Wascht. Fangs und Ignite und Mag Rage. Klingt irgendwie nach einem ganz coolen Kombi hier in dem Setup. Upgrade, Underground ist halt gegen mich jetzt. Ich muss mir um sowas jetzt gar keine Sorgen mehr machen, dass er mir das irgendwie reinstellen könnte. Ich kann sie mir jetzt aber auch nicht wirklich gut reinstellen. Ich könnte ihn ein bisschen ablenken, seine Balls. Will ich aber, glaube ich, gar nicht. Intensive Training Tech würde sich lohnen, denke ich. Intensive ist auch schon nicht schlecht, ne? Der kriegt gleich sowieso Level 3. Die haben, sehen gerade kein Licht. Vor allem er hier nicht, weil er direkt geballt wurde. Nehmen wir mal den Tech so early im Game mit. Und spielen nochmal Fangs. So, als erste Welle Chaff. Dann, was sind wir nochmal? Speed. Wir machen alles außer irgendwas mit Speed. Das ist schon kind of funny. Der geben wir mal ein Level, denke ich. Dann überlegen wir, ob wir noch was dazu holen. Ich glaube, solange wir hier Slots noch haben. Why not? Schützen wir mal den Kollegen hier noch ein bisschen. Ja, machen wir so. Sieht blöd aus, weil das halt eine Dreier-Einheit ist, ne? Aber machst du nichts. Und dann geben wir noch ein bisschen Damage, glaube ich, geradeaus. Brauchen wir ein bisschen mehr. Dann ist Zeit auch schon wieder abgelaufen. Was holt er sich? Mehr Balls und Mustang. Ja, Mustang sind natürlich jetzt sehr gut gegen meine ganzen Fangs. Das vergesse ich immer, weil ich das selber nicht spiele. Aber ich sollte den Range geben. Er gibt den dann Splash. Er hat kein Splash drauf. Ja gut, dann ist wieder gar nicht so schlecht, glaube ich. Jetzt bräuchte ich halt nur noch dicke Einheiten quasi. Zum Beispiel die Tarantulas. Komm, überleb, überleb, überleb. Oh, wenn der das Level kriegen würde, das wäre so huge. Bitte nicht sterben. Kriegst du noch Damage? Nein, kriegst du nicht. Oh, bitte sei derjenige, der das tötet und die XP kriegt. Du hast ein Level, das ist sehr gut. Oh no, you ain't gonna lie. Ja, blärt. Ich brauche Ignite auf den Fangsen. Gegen seine dicken Einheiten. Ja, wenn die dann die dicken Dinger wegbrennen und ich noch Giants dagegen habe, die so ein bisschen die Mustangs dann tanken, könnte aufgehen hier der Plan. Dann würde ich vielleicht Macrage doch gar nicht drücken. Oder erst später. Incendiary tut mir ganz schön weh. Sollte ich, glaube ich, schilden, no? Gehe ich auf Slate? 150? Wir sind in Runde 4. Incendiary ist schon stark, aber er hat nicht so viel Chaff. Ich wähle mal das, in der Hoffnung, es nicht zu bereuen. Wähle das, 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 das. Die kriegen mal ein Level. Die würde ich auch gerne leveln eigentlich. Und den auch, aber dann habe ich einfach nichts gebaut, die Runde. Ich bräuchte eigentlich auch noch Schilde. Nehmen wir den Loss in der Runde einfach in Kauf. Und spielen für Slate. Ich habe mich ja mit dem Unit, mit dem Ressourcen jetzt schon irgendwie dafür entschieden, sozusagen. Ist, glaube ich, okay. Ich hoffe, es ist okay. Dann leveln wir hier erstmal. Dir noch ein Level oder dir noch ein Level? Wer macht hier mehr? Ihr macht mehr. Ihr wart sogar später erst da. Also ihr seid kind of überflüssig, will ich damit sagen. Und dann haben wir jetzt nur Geld für Leveln ausgegeben. Kassieren ihr Feuer, das wird wehtun. Und dadurch werden wir die Runde wahrscheinlich eh schon verlieren. Habe ich hier Ignite schon ausgegeben? Ja. Macrage ist aber wahrscheinlich dennoch wichtig und richtig. Hier ist sogar die Tarantula verbrannt. Ja, 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 das ist... Die Runde verliere ich hart. Und er wird später wieder Feuer haben, aber dann habe ich hoffentlich das Geld, um es zu shielden. So der Gedankengang. Also geben wir ihm diese eine Runde. Geben wir ihm einen Hoffnungsschimmer. Und Ignite fand ich jetzt nicht so stark bisher.
Vielleicht doch noch MacRage obendrauf. Muss aber gucken, dass ich meine Einheit, also meine Giants ein bisschen weiter vorne hinstelle. Aber es kommen noch keine Giants, das kann doch nicht angehen. Artillerie ist halt gegen uns so fucking gut. Marksman. Skorpion. Skorpion ist schon gut. Typhoon. Das ist nichts, was fliegt. Typhoon nicht. Skorpion. Skorpion. Soll ich hier so klumpen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich will da ja noch Giants daneben stellen später mit Schilden. Das werden, glaube ich, Fortress werden, auch wenn die halt genervt wurden nochmal. Ne? Schild ist ja teurer geworden. I know that. Machen wir das jetzt schon? Ich glaube schon, oder? Ich werde halt safe jetzt Artillerie ins Gesicht kriegen. Egal, wir holen uns hier den Allrounder Fortress. Könnte ein bisschen zu weit rechts sein. Warte mal, habe ich hier noch? Hier habe ich vier, da habe ich vier. Ich könnte hier drei Giants nebeneinander stellen. Im Zweifel. Ihr sollt jetzt eigentlich erstmal nur tanken, aber wenn ich MacRage noch drauf gebe, müsst ihr eigentlich ein bisschen weiter vorne stehen. Weil meine Fangs dann sehr schnell nach vorne dackeln werden. Ich glaube, so ist okay, oder? Geht auch schon wieder los. Natürlich habe ich das auf dem Schirm gehabt. Er holt sich keine Artillerie. Oh mein Gott, was habe ich ein Glück, am Leben zu sein. Geil. Und das, was die Scorpions nicht kriegen, holen jetzt die Tanks, hätte ich was gesagt, raus. Dann gehen wir hier wirklich für, vielleicht für drei Upgrade Fang. Oder vier sogar. So richtig dicke Dinger. Aber die sind halt auch verwundbar, ne? Darf man nicht vergessen. Und auch sehr teuer. Aber ich würde auch... Ah, ich würde es mal probieren. Ich glaube, aktuell habe ich halt genug Tanks auf dem Spielfeld. Jetzt, wenn die Fangs noch tankiger werden, mit Schilden, Range und MacRage. Krass. Ich stelle es mir krass vor. Vielleicht ist es komplett Arsch, aber ich habe eine Losing Streak. Es ist jetzt okay zu testen. Vollkommen. Von daher, wir haben jetzt richtig Asche. 1500, zwei Upgrades können wir machen, wenn wir wollen. Laser Sights, Senior Attack ist auch sehr stark in dieser Kombination, habe ich das Gefühl. Bei so vielen Fangs, die hier mit raufschallern, nochmal 30% mehr Damage auf den ganzen Fangs. Rhino Assaults. Phone Code. Ich pick's. Ich spiele hier fürs Late. Geben wir auf jeden Fall erstmal ein Level. Dann was wählen wir als erstes? MacRage, dann dackeln sie halt schnell mit nach vorne. Schilde überleben sie ein bisschen länger. Range, bleiben sie weiter hinten stehen, will ich vielleicht gar nicht. Von daher erstmal Schilde. Erstmal Range, ich weiß es nicht, Leute. Wir picken jetzt hier einfach mal MacRage rein, um zu gucken, was passiert. Und wenn sie so schnell zu weit vorne drin sind, spielen wir halt noch. Hat auch Scorpions? Nee, das sind Tarantulas. Spielen wir halt noch Range, dann bleiben sie wieder ein bisschen weiter hinten stehen. So der Plan. Ich will jetzt eigentlich nur noch dicke Dinger dazu holen, ne? Von daher gebe ich hier lieber das Geld fürs Level aus. Ich behalte die 50, glaube ich. Will ich irgendwas nicht sehen gegen mich? Irgendwas mit Luft. Naja, ich habe ein bisschen Luft dabei. Durch die Fangs, ne? Ja, wir behalten die 50. Hier vorne, der wird ein bisschen wehtun. Aber der wird die trotzdem, glaube ich, noch rausnehmen. Geil. Schmeckt. Hier rechts jetzt kommen Crawler reingelaufen. Da könnte man vielleicht nochmal über eine Tarantula nachdenken. Ja, durch MacRage kommen die jetzt ganz schön schnell nach vorne gerasselt. Und fressen halt dann das Feuer der Range Armor Piercing Bullets Mustangs. So auch noch nie gesehen. Und. Ah. So krass beeindruckt zeigt sich das Fortress jetzt nicht unbedingt. Aber natürlich verliere ich die Runde jetzt.
Okay. Jetzt muss ich gucken, dass wir nicht zu late hier irgendwie erst um die Ecke kommen. Range. Top Supply nochmal. Das in keinem Szenario der Welt nimmt man das hier in Runde 7 noch. Und ein zweites Mal vor allem. Range ist hier teuer. Aber my desired choice, no? Der hat sogar hier die Lupe, hätte ich fast gesagt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich glaube, hier wirklich mehr Range drauf zu geben, damit die weiter hinten bleiben und die Einheit ein bisschen mehr tanken, ist hier the way to go. Dann noch Range oben drauf für alle. Komm, probieren wir es. So. Schilde gucken wir dann nochmal später. Ob wir es machen oder nicht. Da brauchen wir eigentlich mehr Chaff Clear. Neben meinem Fortress. Dem mir dann vielleicht auch noch mehr Range geben. Ne? Ist, denke ich, sehr solide. Hat er jetzt noch was? Nein. Dann sparen wir die 100 auf oder gehen nochmal für Defense? Wir gehen nochmal für Defense. Und dann gucken wir, was passieren wird. Oh, das ist ein gutes Upgrade von ihm. Bin ich sehr gespannt. Jetzt kommen da halt Crawler raus, die ganz schön ablenkend wirken. Deswegen mehr Chaff Clear. Aber da habe ich ja die Tarantula hinten dran noch stehen, so. So, die Scorpions sterben jetzt hier, weil sie ihren Job mehr oder weniger gemacht haben, auch wenn da noch Balls nachrollen. Aber die verbrennen eigentlich an den Fangs. Und sterben an den Fortress im Zweifel. Nur seine Mustangs hier in der Backline sind sehr, sehr nervig gerade. Und da bleibt mir dann gerade nicht viel übrig. Der holt sich wieder ein Level, dadurch, dass er halt immer jede Runde den Dings holt. Was mache ich gegen diese ganzen Mustangs? Ich glaube, Feuer legen ist hier das Einzige, was ich wirklich machen kann und will. Wenn ich hier so das alles mit Feuer überziehe. Ja, machen wir. Älter ist nicht gut für mich. Vulcan ist nicht gut für mich. Ist zu teuer, ist zu Single. Also es steht nur an einem Punkt der Map. Sledgehammer will ich auch nicht haben. Auch wenn sich die vielleicht ein bisschen mehr aufhalten könnten. Ich will, dass alles brennt. Kriegt Feuer, kriegt Range. Wie platziere ich euch jetzt am besten, dass alles brennt? Kommt mal neben den Tower, Cousins. Geben die Runde Range aus. Supply. Ja. Hier können wir noch, glaube ich, ein paar Upgrades vergeben. Kostenlose Fang-Upgrades, das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Ich brauche eigentlich noch mehr von euch, ne? Na, komm. Hier machen wir mal so einen Split. Waren sogar schon vorher im Split. Ich will nicht noch einen haben. Kann ich irgendwas Sinnvolles verkaufen? Nein. Dann leveln wir doch mal dich. Und nehmen mal dich hier raus. Feuer hat er wieder. Ja, ich habe es letzte Runde noch gesagt, jetzt wieder vergessen. Und jetzt hat er da High Range Melter. Die mir ganz schön auf den Sack gehen könnten. Bei mir ist alles am Brennen und ich mache jetzt sogar noch mehr Feuer rein. Ich weiß noch nicht. Aktuell kommt noch zu viel Stuff vorgelaufen. Ich könnte die Runde actually und damit das Game verlieren. Schade. Aber es war ein cooles Experiment, fand ich. Damit geht unsere Losing Streak in die nächste Runde. Es sind ein paar Mustangs verbrannt, ne? So ist es nicht. Aber am Ende des Tages ist hier zu viel Zeug noch durchgekommen. Und die Fangs waren zu verwundbar. Fangs nicht so stark, wie ich sie mir gewünscht hätte. Gucken wir uns nochmal das Battlefield an, weil ich das jetzt nicht mehr so ganz überblicken konnte. Also wir haben ein sehr defensives Setup. Er hat sich über die ganze Breite der Map aufgestellt und am Ende zu viel Kleinvieh einfach gehabt, ne? Das war halt auch ein guter Move von ihm hier, die Melter. Die hätte ich vielleicht in dieser... Hat er die in dieser Runde erst aufgestellt? Nein, davor schon. Oder? Ja.
Ja, dann hätte ich vielleicht nochmal Chaff holen sollen, dass die hier überleben, weil die waren schon auch irgendwo Kernstrategie und dadurch, dass sie kaputt gegangen sind, war es dann zu viel Chaff am Ende des Tages. Das habe ich versäumt. Da eine Reihe Fangs vor und ich wäre vielleicht nicht gestorben. Vielleicht. Weil mir der Chaff ein bisschen mehr vom Hals gehalten worden wäre. Goddammit. Meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge Mechabellum in unserer untragbaren Losing Streak. Minus 17, 1321. Wir sind so hart jetzt gedroppt. Egal. Elena zu. Bis zum nächsten Mal.